Wirklich charmant. Ich hätte nie gedacht, dass er so anders sein könnte. Mein Körper. Es ist nur irgendein Körper. Es bin nicht ich. Zum Schluss wollte ich nur, dass er aufhört, dass es ein Ende hat. Alles genommen. Alles. Nicht nur das Finanzielle.
mein Selbstwertgefühl, mein Stolz, den Glauben an mich. Ich habe nichts mehr gehabt. Dann habe ich versucht, es aus dem auszubrechen. Aber wovon? Ich bin ja nichts. Ich habe nichts. Ich bin nichts. Ich bin nirgendwo. Und wohin könnte ich gehen? Ich bin geflohen, ich bin ausgezogen und ich bin umgezogen. Ich habe die Stadt gewechselt. Es half nicht. Ich kann ja nicht auch noch meinen Beruf wechseln. Und eines Tages stand er da, an meinem Arbeitsplatz. Nur ich allein und die Kinder, das war kein Problem für mich. Ich kann mich erwehren. Aber dann, wie die Kinder da waren, das war eine andere Geschichte. Ich habe die letzten Monate nur mit einem Messer unter dem Kopfpolster geschlafen. Ich bin auch einmal ins nächste Dorf geflüchtet. Und irgendwann habe ich gewusst, so geht es nicht weiter. Und ich habe meinen Ring einfach auf den Kamin gelegt, wie er nicht da war. Ja, und dann bin ich gegangen. Weit weg. Nicht einmal zurück in mein Heimatdorf oder Heimatstadt, sondern wirklich woanders in ein anderes Land und dann wieder in ein anderes Land. So habe ich überlebt.
Echt? Ja. Aber wir waren blind, da brauchen wir einen Falter. Und im Jänner haben wir es wiederholt. Dieses Jahr.